Servus! Heute geht es weiter mit meinem 4-Produkte-4-Wochen-Projekt und ich habe das letzte Mal ja in diesen Dings da drinnen gefragt, ob ihr lieber Kareal oder Primer haben würdet, dass ich das nächste Mal ziehe, und es ist wirklich nur ein Aufruf für Kareal kommen und das restliche Primer. Deswegen habe ich jetzt meine ganzen Primer mal rausgesucht. Ich hoffe, ihr habt alle gefunden, die werde ich dir mal präsentieren, und zwar habe ich einen von dieser Marke da. Das ist halt ein Naturprimer, was ich weiß. Genau, da sind keine Silikone, Parabene und so eine Sachen drinnen. Ist also ein ziemlich natürlicher. Dann habe ich einen von Elf. Ja, ihr wisst wahrscheinlich eh, den kann man über Elf bestellen. Ja, der ist nicht besonders gut. Da ist mir der Verschluss gleich einmal hingeworden, also kaputt geworden. Dann habe ich einen noch unbenutzten und euch noch nicht einmal gezeigt. Also den habe ich überhaupt noch nicht in die Kamera gehalten. Den habe ich einfach nur bestellt. Das ist einer von China. Und ich werde ihn einmal öffnen, wenn ich ihn aufbringen sollte. Das ist auch ein Primer. Böttelchen, das schaut so aus. Noch nicht benutzt und noch gar nichts. Genau, den habe ich noch. Was habe ich da noch für einen? Dann habe ich in einer Glossy Box, nicht so lange Zeit her, den drinnen gehabt. Von dem bin ich ja sehr begeistert. Dann habe ich von Laura Mercier diesen da. Ich glaube, gar noch nie benutzt. Ist der schon offen? Ja, offen ist er auf jeden Fall schon mal, aber ich glaube, benutzt habe ich ihn noch nie. Dann so My Honey. Das ist auch einmal einer von der Glossy Box. Man merkt, ich habe alle von der Glossy Box. Die meisten halt. Und der ist auch von der Glossy Box gewesen, der Primer da. Ja. Ich habe sehr, sehr viele Primer von der Glossy Box. Und gekauft selber habe ich mir nur davon diesen Bio. Das ist so auch richtig, der war richtig, also der war schon echt ein bisschen teurer, glaube ich. Dann der billige von Elf und eben der aus China, der war auch ganz, ganz billig. Ich glaube, bei Cute oder Wish habe ich den bestellt. Gut, die habt ihr reingetan und ich werde mir jetzt gleich 4 ziehen. Und das Problem ist, ich werde sie ungefähr die Dings, ich werde jetzt dann direkt einmal schnell reingreifen und irgendeinen schnell rausziehen, dass sie nicht mit den Fingern noch umgreifen kann. Also. Au, oh, ja. Vielleicht hätte ich das vorher ein bisschen dingsen müssen. Also die erste Woche den kennen wir ja schon alle. Also schütteln. Dann wieder schnell reingreifen. Dann von Laura Mercier, der würde mich eher mal interessieren. Aber daher, dass er ja teurer ist, habe ich den nie benutzt, so richtig. Dann so, nochmal schütteln. Jetzt habe ich es nicht erwischt, okay. Dann das China-Produkt eine Woche. Und gehen wir weiter. Ah, okay, das ist der, den was ich mir selbst gekauft habe. Also 2, die was ich mir selbst gekauft habe, und 2 von der Glossy Box. Also gehen wir mal durch. Erste Woche, dieser da. Das weiß ich, der ist gut. Den werde ich viel benutzen. Da muss ich mir auf keinen Fall sorgen, dass ich den nicht benutzen werde. Dann von Laura Mercier, da freue ich mich auf extrem, dass ich den benutzen werde. Ja, was kann man dazu sagen? Ich werde den einmal schauen, ich werde mal schauen, wie der ist. Riechen tut er auf jeden Fall noch gut. Er ist, ja, ganz normal, schaut sehr, da sitzt ihm. Fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Mhm, riechen tut er ein bisschen wachsig, kommt mir vor. Schon parfümiert, aber irgendwie kommt er ein bisschen wachsig durch. Gut, dann diesen da, den werde ich direkt einmal rauspacken. Das brauche ich ja nicht, das kann man direkt wegschmeißen. Der ist auf jeden Fall so pink eingefärbt. Ein bisschen dreckig da oben. Okay, warum das? Hab's das auch. Und ja, so schaut er aus. Man sieht, er ist noch nicht benutzt worden. Ich werde mal da oben reingehen. Der ist ziemlich dickflüssig und riechen tut auf jeden Fall sehr, sehr gut, und er hinterlässt auch so eine wachsige Schicht irgendwie auf der Haut. Es schaut so aus, ob der sehr, sehr die Poren ausfüllen würde. Gut. Und den habe ich, wo ich jünger war, sehr, sehr oft benutzt. Also der ist schon recht alt, der ist ja schon abgelaufen. Jetzt werden wir mal schauen, ob der überhaupt noch gut riecht. Ja, der riecht auch noch gut. Der schaut so aus. Und oh, da kommt schon wieder mehr raus. Und ich glaube, den habe ich dann zur Seite getan. Der ist ganz, ganz gelig, weil er nicht sehr, sehr viel gebraucht hat. Und ja, er fühlt sich super an, man braucht davon nur extrem wenig. Er fühlt sich prinzipiell gut auf der Haut an, man braucht sehr wenig dafür. Aber was ich glaube, das Problem gehabt hat, dass er nicht sehr viel gebraucht hat. Egal, nichtsdestotrotz werde ich den jetzt einmal ausprobieren. Und ja, kurz
kurzes, schnelles Video. Was jetzt noch drinnen ist, sind die da. Bei denen freue ich mich eh, dass es nicht gekommen ist. Die zwar, ja, die hätten ruhig kommen können. Den habe ich, glaube ich, noch nie ausprobiert und ich glaube, den habe ich schon einmal ausprobiert. Gut. Lege sie mir dann noch einmal hin, wie ich sie benutzen muss, dass du das dann gleich weißt. Und so, das war schon mein Video und genau, jetzt werde ich dann einmal versuchen, Montag ist morgen und ich werde dann einmal probieren, ob ich dann überhaupt wieder Make-up trage. Ich habe jetzt dann die Woche gar nichts getragen. Montag ist jetzt dann noch einmal Motorrad fahren und ja, mal schauen. Bis dahin, für euch!